Seid gegrüßt, ganz herzliches Hallo zu einem neuen Video. Wir zeigen euch heute die kuriosesten Geschichten der Welt, die entweder wahr sind oder kompletter Bullshit. Ja, ja. Wir machen ein kleines Spiel, werden uns gleich gegenseitig Geschichten vorlesen und entscheiden dann, können wir gut lügen, beziehungsweise kann der andere uns aufs Glatteis führen oder erzählt er doch tatsächlich die Wahrheit. Ihr habt die Möglichkeit, mit uns zusammen zu raten, ein bisschen das Hirn anzustrengen und euch dann zu wundern, wie bekloppt die Welt tatsächlich ist und was es alles gibt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich fange an, meine erste Geschichte für dich. Wir sind in Kanada. Dort ist ein Gelegenheitsmusiker gewesen, der unterwegs war mit seiner Gitarre. Weniger erfolgreich. Der hat ein kleines Problem gehabt, und zwar haben die Flughafenmitarbeiter, die sind sehr sorglos mit seinem Gepäck umgegangen und haben seine Gitarre durch die Gegend geschmissen. Die ist kaputt gegangen. Er hat sich dann beschweren wollen und hat gedacht, vielleicht entschuldigen die sich, aber es kam nichts zurück von den Leuten. Daraufhin hat er ein Video gemacht mit dem Titel United Breaks Guitars. Hat es bei YouTube hochgeladen und die Airline hat dann einen so großen Rufschaden bekommen, dass 180 Millionen Dollar Schaden entstanden sind. Das Video ist sehr bekannt geworden, sehr populär geworden und ja, er hat es dann geschafft, ein bisschen Gerechtigkeit zu kriegen für das, was sie seiner Gitarre angetan haben. Hm. Ist diese Geschichte wahr oder ist die erstunken und erlogen? Also ich habe da nichts von gehört. Und normalerweise kriegt man sowas ja durch Facebook und Co. mit. Nein, das ist nicht wahr. Du verarschst mich. Das ist leider falsch, denn das ist genau so passiert. Was? Ja. Der hat tatsächlich es geschafft mit seinem Video, das könnt ihr auch bei YouTube finden, United Breaks Guitars, hat einen riesen Hit gelandet und das hat der Erle einen riesen Schaden zugefügt. Ist unglaublich krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Kennst du, beziehungsweise weißt du, wo die Kreisstadt Mindel, bevor ich jetzt hier Blödsinn rede, Mindelheim liegt? Mindelheim? Mindelheim. Nein. Ich auch nicht. Tut auch nichts zur Sache, weil du kennst ja die deutschen Bürokratie und die sind ja schon mal ein bisschen seltsam, wenn es um Gesetze und so ja, was geht. Die Bürohengste da. Genau, und die denken sich ja schon mal bekloppte Namen aus. Ja. Und es gibt ja so Sachen wie Popeln und Hodenhagen und all so Scherze. Kennen wir ja auch. Und bei der Kreisstadt Mindelheim gibt es einen Ort, der nennt sich Katzenhirn. Also wie Katze und Hirn, Katzenhirn. Hm. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, glaube ich. Katzenhirn gibt es. Ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Da willst du aber auch nicht wohnen, nein, oder? Nein, ich habe mir auch gedacht, vor allem, wenn du, stell mir vor, du rufst irgendwo an und sagst, du kommst das Katzenchen. Die Hälfte von den Leuten legen doch schon mal sporadisch auf. Das ist irgend so ein Psychopath. Das ist doch scheiße. Nee, da möchte ich nicht hin. Liebe Grüße nach Katzenhirn. Ja. Wir kommen euch mal besuchen. Definitiv. Essen lecker das bei euch. Das gucken wir uns an. Das ganze Elend da. Nächste Geschichte. Das ist eine Geschichte, die ist ein bisschen, also fängt, ist eigentlich sehr tragisch. Mhm. Aber mit einem schönen Happy End. Und zwar Carol Ann Riley aus Whitfield in Kentucky. Die hatte 2002 einen schweren Unfall. Ihr Mann ist dabei verstorben. Mhm. Sie hatte schwerste Verletzungen, hat aber überlebt. Mhm. Das Problem ist nur, dass sie aufgrund des Unfalls gehandicapt war. Mhm. Ihr Mann hat das ganze Geld verdient. Mhm. Und sie musste, weil sie nicht krankenversichert waren, die ganzen Rechnungen zahlen. Hat das Haus auf Hypothek gegeben, hatte dann erstmal bei Freunden Geld gepumpt. Das Problem war allerdings, dass die Arztrechnungen bzw. die ganzen anderen Rechnungen von Zeit so hoch waren, dass sie das nicht mehr tragen konnte. Und sie hatte dann die Gefahr, auf der Straße zu landen. Hat Geld gespart, wo es nur ging, hat jeden Cent zweimal umgedreht und auch Secondhand eingekauft. Mhm. Da war sie in einem Secondhand-Laden und die hat sich einen Anorak kaufen wollen, eine Jacke für den Winter. Ihr Glück war, dass in dieser Jackentasche ein Lotterieschein drin war. Das war jetzt nicht der Hauptgewinn, aber sie hat 37.400 Dollar gewonnen. Mhm. Konnte damit die Hypothek abzahlen, das heißt die ganzen Rechnungen waren weg. Konnte auch dann die Medikamente zahlen, beziehungsweise die Reha und die ganzen Geräte, die sie gebraucht haben und hat dann wieder Fuß fassen können. Ja, ich habe mal von einer Geschichte gehört, wo eine Frau bei den Amis einen Lottoschein gefunden hat. Ob das jetzt das ist? Es geht um diese Geschichte. Weiß ich nicht. Ich sag mal ja. Nee, habe ich mal ausgedacht, das ist kompletter Bullshit. Echt? Ja. Also ich habe, das gab es wirklich, da hat eine Frau, ich weiß aber echt schon die genauen Zusammenhänge nicht mehr, die hat wirklich irgendwie in Lotterie losgeschenkt, da war auch einiges an Knete auf dem Teil. Sowas habe ich auch mal gehört, ja, aber diese Geschichte ist leider, warte kreativ. Völliger Bullshit, ja. Völliger Bullshit, schön.
aber erschreckend, dass du mich so verarschen kannst. Das ist schön. Freut mich. In Alabama sind wir. Männer dürfen Frauen mit einem Stock schlagen, sofern dieser nicht dicker als ihr eigener Daumen ist. Das ist bestimmt wahr. Traurig ist aber wahr, ja. Ja, es gibt die kuriosesten Gesetze bei den Amis. Ich hab das gelesen und dachte mir so, what? Ja, aber es ist Amerika. Ja. Weißt du, Gesetze von anno dazu mal, die immer noch, ja, traurig. Es ist wirklich, wirklich bitter. Ja. Ich habe eine schöne Geschichte. Jetzt kommt. Anne Parrish, eine Autorin aus den USA, wir sind im Jahre 1920, die war mit ihrem Mann im Urlaub in Paris, haben Antiquariat-Buchhandlung durchstöbert und da ist ihr ein Buch in die Hand gefallen, das heißt Jack Frost and Other Stories. Sie hat mit dem Buch schöne Erinnerungen gehabt, denn sie hat damals von ihren Eltern dieses Buch bekommen und hat es dann wiederentdeckt. Hat sie gedacht, ah, guck mal, mein Mann hier, das Buch habe ich damals gelesen, war ganz schön. Hat es in die Hand genommen und aufgeschlagen. Und drinnen war dann handschriftlich festgehalten, ihr Name und Adresse. Es war tatsächlich in Paris das Buch, was sie damals in Amerika als Kind von ihren Eltern bekommen hat. Das hat die ganze Reise gemacht nach Paris und sie hat es dort wiedergefunden. Ja, so Zufälle gibt's. Das ist tatsächlich auch passiert. Das ist eine Geschichte, die finde ich unglaublich cool. Die Frau hat dann, weißt du, 1920 fest nach Paris und sie ist das Buch, was du als Kind in den Händen hattest. Richtig geil. Ja. Schön. Ja, so kann das Leben spielen. Ne? In Amerika gibt es einen Mann, der ganz frisch bei Star Wars verrückt ist. Insbesondere hat er so eine Lieblingsfigur, Darth Vader. Mhm. Und er hat sich gedacht, warum nicht offiziell meinen Namen in Darth Vader ändern lassen. Hat er gemacht. Und seitdem stand er dann halt vor diesem Problem, die Leute nehmen ihn nicht mehr ernst. Weder bei Ämtern, noch beim Bingo, beim Kaufen oder sonst was. Der Typ wird grundsätzlich für bekloppt gehalten und mit diesem Ausweis und ist schon wie auf die Polizei gerufen worden, weil die immer glaubten, jeder. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die Amis sind ja, was Namen angeht und Namensänderungen, sind die ja sehr locker. Ich sage aber trotzdem, dass das gelogen ist. Nein. Echt nicht. Es ist tatsächlich so. Ich habe das, es ist noch gar nicht lange her, da habe ich das irgendwie im Fernsehen mitgekriegt. Scheiße. Total bekloppt. Der Typ hat die komplette Wohnung voller Darth Vader Laserschwert und Masken und Kostümen, die ganzen Wände mit Postern. Also so ein richtiger Nerd. Richtiger Nerd. Und der hat echt gedacht, so, ich nenne mich jetzt Darth Vader. Offiziell so mit vom Staat geänderter Name. Und da hat er halt erzählt. Wenn er irgendwie Essen bestellt oder so, sobald die Leute seinen Namen, dann legen die einfach auf. Es wäre halt echt ein Krampf, mit diesem Namen zu leben. Aber er wollte ihn nicht wieder zurückkehren lassen. Ich bin dein Vater. Kurios, kurios. Ja, die Welt ist schon ein wenig verrückt. Ja, alle bekloppt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein klein bisschen Spaß am Mitraten gehabt. Ich bin immer noch im Grübeln. Das ist wird manche Leute sind. Ja, aber es gibt auch schöne Geschichten, haben wir ja gesehen. Ja, aber das meiste ist doch echt... Da denkst Scheiße. Du dir dann, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun den ganzen Tag? Wir hoffen, ihr hattet ein klein wenig Spaß beim Mitraten der kuriosesten Geschichten, die wir so rausgekramt haben. Ich bin ja immer noch im Grübeln. Ich bin immer noch ein wenig schockiert. Hier unten in der Ecke ist der Link zu unserem letzten Video. Dort könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr wollt, für ein kleines Abonnement von unserer Seite. Bitte, bitte. Bitte, ganz doll, bitte. Wir sehen uns nächste Woche wieder, ganz kurios, wie immer, wie eh und je. In alter Frische. Bis dahin, Aloha. Tschüss.